Hey Leute, ich bin's Phil und willkommen zu der ersten Highlight-Folge von Minecraft Zuro. Ich denke mal, mittlerweile dürfte jeder das Projekt kennen, die meisten auch schon die ersten Folgen gesehen haben. Aber falls ihr es noch nicht gemacht habt, meinen Livestream noch nicht kennt, könnt ihr auch diesmal nochmal gerne das Best-of hier anschauen. Ich habe euch den ganzen Stunden-Livestream einfach mal so zusammengefasst in 10 Minuten. Der Livestream ging natürlich von gestern 18 bis 19 Uhr eine Stunde lang. Und morgen wahrscheinlich werde ich auch nochmal eine Runde Livestreamen. Falls es keinen Livestream gibt, dann gibt es nochmal ein Video direkt danach dazu. Aber Leute, von 18 bis 19 Uhr findet das Projekt wieder statt. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt Leute, gönnt euch erstmal dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und falls es euch gefällt, falls ihr mehr davon sehen wollt, von solchen Best-ofs, falls es noch überhaupt ein paar geben wird, dann lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. So, der Stream müsste an sein. Leute, willkommen zu der ersten Folge von Minecraft Zuro. Vielleicht auch schon zur letzten Folge, man weiß es nicht. Aber ja, hier haben wir neben uns schon mal den Mo. Moin. Und rechts neben mir, Kravas. Okay, und vor mir, was echt sehr, sehr gut ist, direkt ein Baum. Wach auf. Okay, es geht los. 3, 2, 1 und go. Go. Achso, ich muss abbauen. Sehr schön. Ich habe hier schon mal ein paar Kühe. Aber noch keine anderen Spieler. Da vorne sehe ich einen. Pete's Meat. Okay. Die bauen sich erst was. Okay, also. Ich werde das dann wohl zusammenschneiden, denke ich mal. Wow! Oh nein, okay, das war keine gute Idee, das war keine gute Idee, Pat. Oh Gott, das wird ein 2 vs 1, merke ich gerade. Ich glaube, okay, es laufen mir keine hinterher. Also, schau, dass du in die Mitte kommst, dann können wir Action machen. Oh Gott, vor mir ist einer. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich werde immer noch verfolgt von alter Beule. Immer noch? Ja, der läuft mir die ganze Zeit. Da ich unten sehe ich jemanden. Nein, Pat. Oh, endlich bin ich in die Höhle gekommen, ne? Aber dazu muss ich auch noch irgendwie da runterkommen. So, da runter. Noch das Eisen abbauen. Ich habe die Crafting Bench oben gelassen. Nein. Ich habe kein Holz mehr. Ich muss mich nämlich jetzt nochmal ganz nach oben bauen. Moment, ich werde jetzt zurückgehen. Da wo ich hergekommen bin. Ich glaube mal, das ist echt schlauer. War eine andere Richtung. Ja, da lang. Wo ist die Crafting Bench? Hier ist meine Crafting Bench. Jawohl, okay. Es wurde gerettet, Leute. Also doch nicht ganz nach oben bauen. Mach mir jetzt erstmal ein Eisenschwert als erstes. Das hat 6 Angriffsschaden. Na gut. Das hat sich nicht geändert, aber was sich geändert hat, sind natürlich Äxte und so weiter, die viel, viel mehr Schaden hinzufügen. Mach ich mir als erstes mal den Helm. Perfekt. 11 Stück. So, das eine kann ich wenigstens schon mal essen. Ich glaube, das müsste gerade so reichen. Was? Wo ist da? Wo ist da das Wasser? Das ist ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Oh, da vorne ist jemand. Ich habe noch nicht wirklich die besten Sachen. Oh nein. Okay. Na gut, da muss ich mir aber noch mal ein bisschen, ne? Bisschen was holen. Aber wenn auch 3 Leute dann wirklich einen sehen, ich glaube mal, dann... Ich habe ein bisschen Angst vor den Enderman. Dann sieht es halt nicht gut aus. Einfach nur den Zombie hier killen. Mann, normalerweise wird man da ein bisschen... hat er was gedroppt? Leider nicht. Bisschen stärker drauf gehen. Bloß nicht den Enderman in die Augen schauen. Aber das mache ich jetzt eher mal nicht. Da unten, wie riesig ist die Höhle, bitte? Krass. Was ich halt noch gar nicht gefunden habe. Da vorne sind Skelette. Das ist auch sehr, sehr gefährlich. Das ist Gold. Das wundert mich ein bisschen. Oh, da vorne ist endlich mal Gold. Und ein Zombie, der mich hoffentlich nicht schlägt. Das wäre nicht so gut. Ja, perfekt. Okay, Gold habe ich schon mal. Ansonsten sieht es hier bisher ganz ruhig aus. Noch. Oh, da oben sehe ich jemanden. Die habe ich vorhin angegriffen. Die sind nicht gut auf mich zu sprechen, glaube ich. Da vorne sind... Da sind Namen. Die sneaken jetzt wieder. Die sind schon sehr, sehr nah jetzt. Ich glaube, ich möchte auf jeden Fall oben bleiben. Und da ist... Ui, da ist ein Creeper explodiert. Vielleicht hat er ein bisschen Schaden bekommen. Das hätte ich natürlich jetzt gern gesehen. Da unten ist einer ganz, ganz nah. Ich weiß nicht, ob der mich bauen hört. Wann komme ich denn in die Höhle rein? Also ich denke ja auch, dass so eine... Hier ist die Höhle. Dass so eine riesige ist. Das ist einfach eine Schlucht. So halb schon. Und jetzt sneaken die auf einmal. Warum sneaken die jetzt?
Okay, jetzt nicht mehr. Ich glaube, die wissen nicht, dass ich hier in der Nähe bin. Werde ich mich so langsamer rantasten. Jetzt darf ich, also jetzt bin ich echt ganz, ganz nah dran. Okay. Pass auf, bevor die sich killen, dich killen wollen. Ja, das als Team ist natürlich ein bisschen... Ui. Einfacher. Der hat es nicht bemerkt. Ich würde gerne rausschauen. Doch. Moment. Der hat ja noch gar nicht so viel. Die sind zu zweit. So, jetzt kann die Action losgehen, liebe Freunde. Der hat schon ein Schild. Und die sind... Was? Okay, die sind auf jeden Fall schon ein bisschen krasser ausgerüstet. Ich glaube, ich werde jetzt gleich sterben. Das sind so viele. Das sind ja so viele Leute. Oh je, Leute, das wird absolut nicht gut. Nein, ich bin jetzt gleich down. Das sind viel zu viele. Ich dachte gerade schon, was ist denn da los? Oh Leute, ich habe 1,5 Herzen. Wie viele kamen da gerade an? Was? Oh mein Gott, Leute. Dass ich das hier rausgeschafft habe, sieht gar nicht mehr gut aus, um ehrlich zu sein. So, das ist halt echt der Nachteil an Hardcore. Da kann ich mir gleich mal aus meinem Gold einen Apfel craften. Hier ist gerade niemand. Die sind alle da vorne. Krass. Ich hätte gerne gekämpft, aber wie gesagt, gegen so viele Leute und in dem Kampfsystem, wo es noch wirklich umso schwieriger ist, gegen Team anzukommen, ohne Angel, ohne nichts, ist es echt krass. Und ohne Cooldown halt natürlich. Nur mit Heiltränken oder Goldäpfeln, das ist das Problem, Leute. Das ist das Problem. Ich glaube, ich habe halt keine Sticks mehr. Ich muss mich in irgendeine Höhle bauen. Wo soll ich mich langbauen? Hier? Nach da oder? Weil sonst komme ich da nicht mehr weiter. Ich glaube mal, ich werde mich in diese Richtung bauen. Nein, aber sie ist kaputt. Oh nein, oh nein. Okay, jetzt geht das Ganze mit der Hand weiter. Es tut mir leid, Leute. Ich habe leider keine Spitzhacke mehr. Craft auch eine Steinspitzhacke. Ja, ich könnte ja irgendwas craften. Aber ich habe keine Sticks. Das ist das Problem. Und da über mir ist direkt was. Oh nein, das ist jetzt halt ein Zombie. Wenn der hier direkt reinfliegt, bin ich down. Und da ist eine Höhle. Oh je, oh nein. Okay, okay, okay. Jetzt wird denn irgendwo... Ja, bitte nirgendwo runterschießen. Das war's jetzt mal komplett dazu. Sie haben deinen Weg entdeckt. Oh je, oh je, oh je. Habe nur ein Herz, Alphastein. Ja, bei mir sieht's nicht besser aus. Ich habe ein halbes. Jetzt baue ich mich mal straight nach oben. Also wenn jetzt ein Gravel halt kommt, ne, dann dann war's es. Ich glaube, das werden die dann auch bestimmt, falls ich trotzdem hier heute überleben werde, im Nachhinein sehen. Oh, der Phil, der hat ein halbes Herz. Da warten wir am besten mal am nächsten Tag. Ganz entspannt. Aber ich glaube mal, die sind oben am Warten. Pass auf Gravel auf, ja. Klar, jeder Block tötet mich quasi jetzt. Das stimmt. Ach, Pizmi, das tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte euch eigentlich nicht töten. Oh Mann, natürlich hätte ich es gemacht, klar. Wenn ich die Chance dazu hätte. Wenn ich halt gewusst hätte, dass die auch wirklich nur zu zweit sind. Lass mich doch in irgendeine Höhle kommen, Leute. Das ist hier irgendwo in der Nähe. Ich weiß nicht, wen Bram gerade gemeint hat. Pizmi, bitte, Leute. Ich will mit euch Frieden. Ich nehme alles zurück. Oh Mann, oh Mann. Frag sie einfach mal, ne? Fragen ist ja kostenlos, aber das mache ich halt eben nicht, weil das ist einfach zu dreist. Ich hätte die ja theoretisch töten können, macht man einfach nicht mehr so. Nach dem Motto, ja, ich bin zu schwach für euch so, ihr seid zu viele, ihr könnt mich so oder so töten. Jetzt frage ich nach Frieden, nein, nein, so einer bin ich natürlich nicht, Leute. Aber es ist halt, ja, jetzt schwer, weil überall auch über mir Stein ist und so weiter, werden angegriffen. Oh, Bram ist gestorben. Okay. Ich weiß nicht, wie viel ich denen schon am Anfang Schaden hinzugefügt habe. Ich habe die ja ein paar Mal, also ganz, ganz am Anfang auch, gehittet. Okay, und ich komme dem Ganzen schon ein bisschen näher, endlich aus der Höhle raus zu sein. 82 sehe ich in meinem Stream, kann man oben rechts, glaube ich, sehen. Dann haben ja doch schon echt ziemlich viele überlebt. Und ich weiß nicht, wie viele hier gerade in dem Projekt mit einem halben Herz sind. Da ist der Nächste gestorben von der Pizmi-Gruppe. Und der Nächste. Bill? Ja? Wie läuft's bei dir? Ja, hab ein halbes Herz und steck in der Höhle Ehrlich? Fest. Ja. Ja, und Pizmi ist aber jetzt mittlerweile gestorben und der Server schließt in 60 Sekunden. Ich hätte mir halt mehr Holz mitnehmen müssen.
30 Sekunden habe ich noch Zeit. Und dann bin ich hier drin. Okay, und das war es zur ersten Folge Minecraft Zuro. Weniger erfolgreich, aber die erste Folge belebt. Und dann das hier auch noch. Wir farmen weiter. Okay, jetzt. Gut, Leute, das war's dazu. Ihr könnt gerne dem Stream, dem Video hier ein Like da lassen, falls es euch gefallen hat. Hat mich gefreut, dass ihr alle zugeschaut habt in diesem Livestream seit langem mal wieder. Ich würde sagen, ich beende das jetzt mal. Und wir sehen uns morgen wieder, vielleicht beim Ende von Minecraft Zuro oder vielleicht bei einer weiteren Folge. Man weiß nicht. Jo, und wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.